Hallöchen, meine kleinen Parasiten. Und weiter geht's mit dem zweiten Szenario in dieser Reihe. Und zwar heißt dieses künstliche Organe. Aber bevor ich dazu komme, was es da auf sich hat, stelle ich euch nochmal zwei Leute vor, die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen sind. Zwei Leute, ohne die ich nicht mehr aufnehmen kann. Zwei Leute, die wirklich Ahnung haben und Lamer. mich immer unterhalten können. Leider konnte ich diese zwei Leute nicht finden, also sind immer noch Mathis und Max dabei. Ich hoffe, Oh, es ohne ist Witz, ne, okay. Dani, Das jetzt, hat mich verletzt. nö, Dani, das war Gefühl verletzend, nee, Nein, jetzt, nein, nee, das war's jetzt. jetzt Jetzt ist schmoll ich, vorbei. jetzt, nee. Jetzt werden wir Okay. dein Geheimnis verraten. Max, Dani Max. kauft Abos. Dani macht Abo gegen Abo. Ja. Also, alle Leute, die ein Abo von Dani wollen, oder auch Privatfotos, einfach mal anschreiben, die macht das so. Okay, wir fangen jetzt an mit künstlichen Organen. Rasante Fortschritte in der Heilkunde ermöglichen die Herstellung moderner künstlicher Organe. Die Produktion steigt und man erhofft sich, die Lebenserwartung deutlich zu erhöhen. Steht die Menschheit kurz davor, unsterblich zu werden? Oh, wir dürfen uns aussuchen, was wir nehmen. Wir dürfen alles nehmen, bis auf den Neuraxwurm, den Necroavirus und die Affengrippe. Zombie. Den dürfen wir nicht. Ja, aber dennoch, Zombie, das wäre voll lustig. Ich wäre ja für Parasit? Oder Auf was wollt alle ihr denn? Fälle fällt mir ein Thema für die Folge ein. Ja, was wollt ihr denn machen? Parasit, wollen wir Parasit nehmen? Oder wollen wir Pilz nehmen? Pilz ist irgendwie Kacke, lass mal Parasiten hier. Da bekommen meine kleinen Parasitchen wieder dran. Wir Ja, kleine nehmen. Parasitchen. Ah, Yay. Nimm mich, nimm mich. ah. Ach, Max, du lebst ja doch noch. Imaginärer Ja, Freund, imaginärer ich. Freund. Das ist gemein. Dani, tu etwas dagegen. Nö. Was, wir hören dich nicht. Wie ist es bei Parasiten nochmal? Kostet Parasitenrückentwicklung Geld? Also den S-Punkte? Nee, ne? Parasiten, glaube nicht. Nee, glaub nicht. Wir nennen es ihn künstliche Organe, ewiges Leben. Ewiges Leben. Also ich würde ihn jetzt Altenheim und Krankenstation nennen, aber ich glaube nicht, dass es hinpasst. Und vor allen Dingen, da wird es ja jetzt nicht einfach die Altenpflege. Folge über Altenheim reden. Nein, Ey, das gibt aber ja, da werden Leute geschlagen. es wird einfach, die Und Welt wird immer. misshandelt. Echt? Das Ja, wusste das ich nicht. auch an einigen. Das ist voll krass. Ja, dann nennen wir ihn jetzt, benenne deine Seuche. Ich nenne ihn Max. Boah, Max. Ey! So, Max Das ist. und wir wählen uns jetzt ein schönes Thema aus. Wo wollen wir denn starten? Ich wäre für Island diesmal. Alleine wir wählen uns jetzt ein schönes Thema aus, wo wollen wir starten? Island. Das ist wirklich, das sind so Szenen, die du Das war wieder mitmachen kannst und Daniel, ey. richtig schön so ins Auto reinpacken kannst. Ja, Specials. Also, wir machen dann irgendwie nächsten Monat mal so ein Best of Danny und Boilerjumper und Max so alles zusammen von jedem Kanal so die besten Fails und dann machen wir es als Oh, ihr Beste. seid so gemein zu mir. Bist du auch gemein zu uns? Nein. Liebend Ich. gerne. Also, in echt lieben wir uns alle, wir führen eine Dreiecksbeziehung. Was? Aber Mit nie mit euch Schwerter auch? kreuzen. Oh Gott. Oh Oh Gott. Gott. Wo wollen wir Max, denn nee. starten? Nee, Max, ey. Jetzt ist Abend Jetzt ist gelaufen. vorbei. Wo wollen wir starten? Ich starte jetzt in Deutschland, Abend Pech der gehabt. Morgen, du. Also, jedenfalls, das Thema für diese Folge finde ich ganz interessant. Und Welches hast du zwar, denn wenn wir ausgewählt? schon mal künstliche Organe sind, dann denke ich jetzt mal Ja. Schreiter. Also weiter. Schreiter. Weiter. Weiter. Ja. Künstliche Befruchtung, nur so, dass du selber entscheiden kannst, wie dein Kind später aussieht und Verhalten Nee. hält. Nee. Nein, Halte ich nein. gar nichts von. Ich meine, was ist das? Willst du wirklich wissen, willst du dein Kind alles vorab bestimmen? Ja, aber Willst, es soll ja jetzt diese wie fändest Möglichkeit du jetzt, geben. wenn du totalst hässlich wärst? Weißt du, ich meine, wenn Als du ob jetzt so sich ein aussehen Elternteil würdest. da hinstellt und Ja, sagen guck würde, mal, ja, ich aber mach es mein ist Kind, der wirklich ist so. extra Es hässlich. ist so, guck mal, das ist so mit dem Trend, wenn du jetzt so geboren werden würdest, wo so diese Hipster waren, so vor einem Jahr, 2 Jahren, wo es dieses Hipster war. Und sie dir dann sagen, du sollst immer langes Haar und du denkst immer, das ist wunderschön, und dann läufst du als ewiger Hipster rum. Findest du das Aber ich schön? meine, guck mal, so konntest du auch einen zweiten Elvis zur Welt bringen. Nein! Nein? Oh, stell dir mal vor, was dann rumläuft. Ganz ehrlich, ich stell mir das schon vor. Die ganzen Teenie-Mütter Da bringen Zac Efrons, Twilight-Dinger und heiß Gemüse-Kel-Pilz
Püppchen zur Welt. Nein, du musst einen Schritt weiter denken. Es gibt ja auch Leute, die mögen so YouTube-Berühmtheiten. Dann gibt das so... Oh, nee, noch ein Kronk. Ja, so noch ein Kronk. 20 Kronks. Noch White-Titty-Leute. Oder jetzt noch eine Katie. Das hält die Welt nicht aus. Nee, aber mal ernsthaft, oder sowas. Wir waren Organ. Ich meine, ich habe nichts persönlich gegen Justin Bieber. Nein, gar nichts. Aber ein Justin Bieber ist ja auch schon genug für die Welt, ne? Aber wir waren doch eigentlich bei Organ. Ich hab mal gefragt, wie... Ja, es hat ja was mit Organen zu tun. Ja, klar, aber ich finde das... Okay, die Haut ist das größte menschliche Organ. Genau, aber in Zukunft so selbst gezüchtete Organe, die zum Beispiel andere Organe, kaputte Menschenorgane ersetzen. Wunderbar. Habe ich nichts gegen. Was hat keine Wartenlisten mehr. Leute. Ja, dieses, dass du selber entscheiden kannst, wie ein Kind aussieht, das ist krank. Das ist Leute, krank. Ich meine, was halt... Es geht jetzt nur um das Organ. Zum Beispiel, du brauchst, sagen wir jetzt, eine Leber. Daniel, Max rächt sich an dir. Das ist mein Kanal! Ich übernehme aber jetzt nicht mehr. Nee, auf jeden Fall, überleg mal, du brauchst eine Leber und du brauchst nicht mehr auf ewig langen Wartelisten stehen. Du hast nee, das ist wiederum deine gut, gezüchtete aber... Leber, das finde ich super. Aber dieses, wo du dann entscheiden kannst, wie dein Kind aussieht, das ist krank. Das ist einfach nicht menschlich, das ist nicht so gewollt. Naja, aber ich meine, das spart immer in Schönheits-OPs später, ne? Ja, das sind aber auch Leute, die ihr Geld haben. Darf ich was sagen? Ich brauche mal ein bisschen... Du brauchst einen Rat. Nein! Du brauchst einen Rat, okay. Was fehlt dir Nein. denn? Nein! Was sagst du zu dem Thema? Genau, welches Organ fehlt dir denn? Ich wollte euch nur fragen. Oha. Wenn ihr die Chance hättet, euer Leben zu verlängern mit irgendwelchen Operationen und sonst was, würdet ihr es machen oder würdet ihr irgendwann sagen, nee, kein Bock mehr, ich liege seit 3 Monaten im Krankenhaus, ich werde noch die restlichen 5 Monate im Krankenhaus liegen und dann eh wieder ins Altenheim gehen, ich möchte langsam mal sterben. Das kommt wollt ihr... drauf an, bin ich an Maschinen gekettet oder kann ich mich frei bewegen, frei entfalten? Ja, du bist schon krank, weil du schon, du musst halt dein 5. Organ jetzt nochmal neu kriegen und so weiter. Aber es ist halt, möchtest du 100 Jahre alt werden mit zigtausend Operationen und 20 neuen Organen oder... Möchtest du einfach irgendwann sterben in Würde? Das ist so, ich kann gerne neue Organe bekommen, solange es mir gut geht, aber wenn ich sage, es ist Schluss, wenn ich nur noch an Maschine oder so liege, dann ist auch Schluss, dann will ich auch keine neuen Organe mehr. Das zieht mich, neue Organe sind super, ich bin jung, ich könnte es gebrauchen und habe jetzt keinen Bock auf eine ewig lange Warteliste. Sowas meine ich jetzt, aber wenn ich jetzt wirklich schon alt und krank bin und ich weiß, das hilft sowieso nichts mehr und ich bleib trotzdem am Bett gekettet, was hilft mir dann noch 10 Jahre da rumzuliegen? Einfach, dein Fleisch fängt an zu gammeln. Zombie-Apokalypse! Und da sind wir schon wieder bei der Zombie-Apokalypse. Ja, siehst du? Da bist du so ein ans Bett gefesselter, schon 10 Jahre eigentlich toter Zombie. Ey, es gibt vollgepumpt mit Schmerzmedikamenten. Und hängst so da so. Da gibt's so Dala, wie heißen die? Dalai Lama? Genau. Und der ist eigentlich schon tot, aber der lebt noch. Das habe ich jetzt erst gesehen. Das war jetzt auf ZDF. Es gibt auch Leute, die sagen, Elvis lebt noch. Es gibt auch Nein, Leute, aber ich die meine, sagen, Hitler ist, lebt. Das, war, das ist ärztlich bewiesen. Der ist ausgegraben worden. Das war bei dem so auf jeden Fall. Der wurde dann wegen irgendwas ausgegraben. Auf jeden Fall, bei dem lief halt noch so schleimig das Blut durch die Adern und das stimmt, wenn der konserviert genug war, dann geht genau, das genau, das meine ich. Der war auf jeden Fall noch konserviert, der konnte noch, also der ist halt nicht mehr am Leben gewesen, aber wollten die den nicht irgendwie nochmal versuchen, wieder ins Leben zurückzubringen? War der nicht ich glaube nicht, der steht jetzt irgendwo in dem Tempel, sitzt er da jetzt, wird immer gesäubert und alles, aber er lebt ja nicht mehr wirklich, seine Organe und alles. Ja, aber sie wollten ihn doch nochmal versuchen, zurück ins Leben zu holen. Das weiß ich nicht, ich habe nur gesehen, wie er dann da saß und gelebt hat ohne Ziel. Naja, aber jetzt sitzt er da mit seinen Schlangen. Ja. Nee, ohne ich, ich kann zu dem Thema nichts sagen, weil ich zu dem Thema Leben und Tod sowieso eine andere Lebensinstellung habe. Deswegen enthalte ich mich da und da rede ich lieber nur so privat mal drüber. In Ordnung. Na, ich finde zum Beispiel so, wenn ich ein Kind oder so kriege, natürlich, ich möchte, dass es aussieht wie ich möchte mich wiedererkennen und ich möchte kein Elvis rumlaufen dann haben. Nee, das auch nicht. Das könnte ich auch machen. Ich möchte einfach ein Kind, ein eigenständiges Individuum, das nicht so aussieht wie Elvis oder Kronk. Ist das zu viel verlangt? Das kannst du ja trotzdem machen. Du kannst da ein bisschen von jedem reinmachen. Und dann ist es einfach, was rauskommt. Oder es gibt einfach, dann wird das männliche Spermium in so einen Computer gepresst. Und dann gibt es so einen Zufallsgenerator. Und dann wird dieses als künstliche Befruchtung wieder gemacht. Und oh, furchtbar, furchtbar. Ja, aber so stellen sich das ja einige Leute vor. Und so im Prinzip läuft das ja auch. Weil das Spermium, das wird dann ja am Computer bearbeitet.
mit anderen DNS-Zellen zusammengemischt und so weiter. Und dann wird das eben halt wieder zurückgespritzt und so funktioniert das später. Mal eine Frage, die dazugehört, aber jetzt nicht ganz so ist. Wenn ihr euch nur das Geschlecht eures Kindes aussuchen könntet, würdet ihr es machen? Nein. Nein. Ich fusch der Natur dann nicht mehr. Durch. Das wird so festgelegt, wie es sein soll, das sollen die selber machen, aber das ist so, in der Entwicklung solltest du eigentlich gar nicht eingreifen, meine Meinung. Nee. Ich finde, man sollte generell nicht so viel in die Natur eingreifen. Die Natur rächt sich früher oder später eh. Wenn jetzt durch diese Computer festgestellt werden kann, ob das Kind, das aus dem Normalspermium wird, behindert sein könnte körperlich, dann würde ich das klar, ändern. Das ist... Gegenfrage. Würdet ihr ein behindertes Kind abtreiben? Nein. Also es kommt halt ganz auf die Behinderung an. Das will ich dem Kind dann bieten. Wenn ja, es aber meistens, es ist einfach so, meistens siehst du erst, ob ein Kind behindert ist, wenn es schon auf der Welt ist. Ja klar, Wenn ich weiß, es ist behindert, also wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, es wird behindert sein. Würde ich sagen, es kommt auf die Behinderung an, weiß nicht, es ist so, jetzt mal so scheiße, wie es auch anhört, aber sagen wir, es ist jetzt so behindert, dass es absolut nicht so das Leben führen kann, was man sich für das Kind wünscht, dann würde ich es auch nicht, dann würde ich ihm das nicht antun. Also ja, das würde ich auch so denken. Aber ich finde, es ist ein Lebewesen und jedes Lebewesen hat das Recht zu leben und von daher würde ich sagen, auch wenn es blöd klingt, selbst wenn es behindert ist und vielleicht nicht laufen oder nicht reden oder keine Arme und keine Beine hat, ja, dennoch, es ist ein Lebewesen und vielleicht, man kann ja in einige behinderte Leute gar nicht reingucken, wie die geistig denken. Zum Beispiel die Schwester von einer guten Freundin von mir, die ist auch geistig behindert, aber die macht auf mich einen lebensfrohen Eindruck. Die ist richtig lebendig und die teilt sich mit und hat Spaß und... Aber sagen wir, du sitzt ohne Beine und... mit geistiger Behinderung und ohne wirklich, also wir sind jetzt da, du weißt, was dein Kind haben wird. Und es kann einfach so gesehen nichts. Es ist vom Gehirn eine Gehirnverklemmung oder irgendwas. Und das ist dann, da kannst du dann auch nicht sagen, dass es. Du meinst wie so eine Raupe, die einfach nur auf dem Boden rum. Ist genau so was. Ja, und selbst so, das ist ein Lebewesen. Dass es da ist, aber nicht anwesend ist. Ich meine. Ja, aber ich meine, es kommt ja auch drauf an, was deine Partnerin oder dein Partner dazu sagt. Das ist doch ein Leiden für das Kind zu sehen, was andere. Ja, Dani, was möchtest du? Ein Tick zurück, wir haben kaum noch Zeit. Gerade erst ins Thema rein. Wir sind echt. Du musst Überlänge machen, das ist jetzt einfach so. Aber fangen die nächste Runde an. Wie ist denn das bei euch so, wenn, ich sag mal, ihr habt einen Unfall und ihr seid dann geistig behindert oder ihr seid für immer irgendwie gebunden und könnt nicht mehr reden, nicht mehr gehen, nicht mehr gar nichts machen? Würdet ihr eure Eltern oder so bitten, wenn ihr noch geistig fähig seid, wenn sowas passiert, eure Geräte ausstellen zu lassen oder nicht? Weil also, ich finde, ich hab zu meinen Eltern gesagt, wenn ich meinen Unfall habe, wenn ich geistig behindert bin, wenn ich gar nichts mehr machen kann, wenn ich nicht mehr reden kann, wenn ich nicht mehr laufen kann, wenn ich nur zu einer Belastung werde, dann möchte ich auch nicht mehr leben, habe ich zu meinen Eltern gesagt. Ja. Dann sollen irgendwie Geräte abgestellt werden, dann möchte ich nicht mehr leben. Also du möchtest niemanden zu Last fallen. Also, ich möchte niemanden zu Last fallen, ich möchte nicht so enden. Ja. Wie schon gesagt, ja, bezüglich Tod und Leben habe ich eine andere Einstellung. Also habe ich so... Nee, das ist aber auch mein... Wenn ich weiß, das ist für mich... Ich bin jetzt lebensfroh, ich kann alles machen noch. Und ich hatte jetzt auch einen Unfall, ich hatte richtig Glück, dass ich noch mein Bein habe. Auf jeden Fall, so, wenn ich jetzt wissen würde, ich sitze im Rollstuhl oder sowas, das ist eine Einschränkung. Da kann ich doch eben, aber wenn ich weiß, ich bin für immer ans Bett gefesselt und irgendwie, ich kann mich nicht mehr richtig artikulieren oder sowas, das ist was, womit ich niemandem zur Last fallen will. Ich auch nicht. Wobei, da muss ich jetzt wieder sagen, da kann ich tatsächlich sagen, entweder beim Unfall voll weg, also tot, oder eben halt geistig behindert und dann tot. Also körperliche Behinderung, das würde ich noch abkönnen, aber weil ich geistig nicht mehr bin, dann... Körperlich, soweit wie ich es nachvollziehen kann, Rollstuhlfahren, das kriege ich noch irgendwie hin, aber wenn es geistig ist, wo ich wirklich meinen Familienangehörigen etc. auf die Psyche oder auf die Nerven falle, dann was bringt das? Ich denke mal, investieren die Geld und... Ich habe das Gefühl auch, ich werde Hallo! Ich glaube auch für meine Eltern wäre es auch besser, wenn ich dann tot wäre, als wenn sie mich irgendwie leiden sehen oder so sehen. Ja. Sie kennen mich ja so, wie ich jetzt bin irgendwie. Und wenn sie mich dann sehen, wie ich dann geistig behindert dann nur liegen und sabbern würde und aus mir nichts wird, mein Leben eigentlich versaut ist, ich glaube, das würde sie mehr belasten, als wenn ich tot wäre.
Ja. Das auf jeden Fall. Das würde mich als Mutter auch mehr belasten, das sage ich einfach so. Und ich meine, ich habe nichts gegen Behinderte oder so, aber ich würde es mir nie zutrauen, ein behindertes Kind großzuziehen. Ich glaube, ich kann mir das einfach nicht zutrauen, dass ich das schaffen würde, dass ich wirklich dann alles raushole, was für das Kind gut ist. Ja, aber das sagst du jetzt. Du musst ja mal bedenken, du bist ja selber sozusagen noch nicht vollkommen erwachsen. Du musst. Aber sagen wir, du hast jetzt, du wirst jetzt, du wirst jetzt Vater, ich werde jetzt Vater. Und ich weiß, mein Kind wird behindert sein. Es ist halt, ich denke, ich würde es trotzdem lieben und alles, aber ich weiß nicht, du kannst halt nicht so damit umgehen, wenn du siehst, wie andere Väter, das hört sich jetzt scheiße an, aber wenn du siehst, wie andere Väter mit ihren Kindern Fußball spielen gehen und du sitzt mit deinem Kind dann am Bett und musst zusehen, wie der da vielleicht traurig ist, weil der das nie machen kann oder irgendwas und ich weiß nicht, ob du das als Person kannst, dazu zu sehen und zu gucken, ob der das kann jetzt oder ob der wieder der leidet. Also ich denke mal dazu, um das wirklich herauszufinden, müsste man so ein behindertes Kind zur Welt gebracht haben, um dann entscheiden zu können, ob man das groß sieht oder eben halt, weil das ist ja dann dir freigestellt, wenn es wirklich richtig behindert ist, ob du es im Krankenhaus sterben lässt oder eben halt wegmachen lässt oder eben halt, ob du es groß siehst. Ja, ich denke, und erst ab dem Augenblick, wenn du eine Nacht drüber geschlafen hast, weißt du, ob du es kannst oder nicht. Und wenn du dir einmal diese Aufgabe gestellt hast, ich zieh das groß, hast du meistens auch die Energie, dass du es schaffst. Ja, aber deswegen kann weder, ich, noch Dani, noch du sagen, ob das für dich oder sie eben halt machbar ist. Das wird das, auch das müsste sagen, der Moment entscheiden. Es muss nicht nur der Moment entscheiden, du musst es halt, wenn es so ist, dann musst du es halt wirklich wissen, ob du das durchstehst, beziehungsweise ob du das für das Kind willst. Das ist meine Meinung. Ich glaube, wir machen gerade krasse Überlänge. Und ich glaube, Dani spielt ja mit einem Problem. Nee, ich spiele noch. Nee, ich spiele das Spiel noch, weil die Tödlichkeit wirkt nicht. Obwohl ich auf Tödlichkeit gegangen bin, sterben sie total langsam. Ich bin Dani, ich sag, wir müssen zum Ende kommen und jetzt die Tödlichkeit wirkt nicht. Ja, es waren alle infiziert, als ich das gesagt habe und jetzt geht's einfach nicht auf Tödlichkeit. Es sterben ganz wenige. Die verkackt noch. Nee, auf jeden Fall. Hab ich irgendwas vergessen? Das kannst du nicht pauschal sagen. Das ist. Schwere. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Und auf die Schwere, wie behindert es ist. Genau, und ich denke mal, das ist von jedem anders und dann kann auch niemand für jemanden entscheiden. Und wenn du dir das nicht zutraust, dann würde ich es aber auch nicht machen. Nee, aber ich denke mal, das Thema ist für uns drei allgemein ein bisschen noch zu komplex. Wir sind ja selber alle noch Jugendliche, von daher. Sollten wir uns da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und irgendwas äußern, was vielleicht ärztlich gesehen anders gesehen wird. Ich meine, klar, es ist unsere Meinung, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir überhaupt so weit denken können, ein behindertes Kind. Ja, aber ich kenne halt, ich habe eine Freundin gehabt, die hatte halt, die ist adernkrank, das heißt, bei der platzt immer die Adern und alles nicht schön, mit der habe ich jetzt auch richtig, aber auf jeden Fall. Das ist halt, die hat halt auch immer, oh, und ich habe ja jetzt keinen Bock mehr zu leben und die muss, das ist halt sowas, da musst du die immer aufmuntern. Und du weißt halt nicht, schaffst du das? Ich weiß, dass die mit ihren Eltern dann so hat, dann mit ihren Geschwistern und dann sagen wir mal, du wärst jetzt die einzigste Person, die sie noch hätte, mit der sie reden könnte momentan, ob du das so aushältst. Weil du sie belastet, die Person belastet dich auch wenn du das jetzt im ersten Moment nicht schlimm findest, verändert sich halt trotzdem. Also da kann ich von meiner Persönlichkeit her sagen, dass mir ganz viele Leute mal sagen, dass ich eigentlich sehr belastbar für andere Probleme bin und mir sehr gut Sachen auch sehr gut zuhöre und auch gute aufbauende Worte liefern kann. Nur ich selber habe das Problem, wenn ich denn selber irgendjemanden suche, der mich aufbaut, dass mich niemand versteht. Deswegen habe ich mehr die Probleme. Aber ich darf jetzt mal sagen, dass ich das Spiel nicht verstehe. Ich bin auf raschen Tod gegangen. Ich habe vollständiges Organversagen ausgebreitet. Ich habe Koma ausgebreitet. Ich habe sonst was ausgebreitet. Und Dani, die Menschen. Das Spiel möchte nicht, dass wir hier aufhören. Die Menschen sterben seit 3 Tagen nicht mehr. Seit 3 Tagen ist kein Mensch mehr gestorben, obwohl die ganze Welt infiziert ist. Ich verstehe das nicht. Hast du Arzneimittel, Hammond? Heilmittel ist noch gar nicht da. Hast du Arzneimittel, Hammond und nicht. Das hat nichts mit Heilmittel zu tun. Arzneimittel. Heilmittel habe ich schon einmal Hemd, ja. Ja, dann mach ein zweites Mal. Ich habe keine DNS-Punkte mehr. Es sterben einfach keine Menschen mehr. Ja, dann musst du zurückentwickeln ein bisschen. Ja, was denn? Ich habe schon alles zurückentwickelt. Ja, siehst du, dann ist kein Wunder, wenn sie nicht sterben. Na, ich habe noch drin. Husten, Niesen, Immunsuppression, vollständiges Organversagen,
Koma, systematische Infektion und Lähmung. Dann solltest du einfach mal den Pausenmodus beim Spiel rausmachen. Oh. Ja. Mach einfach mal Beschleunigung oben ein. Vielleicht stirbt dann irgendwer. Ja, ich bin ja Beschleunigung. Die sterben jetzt seit 5 Tagen. Ist keine einzige Person gestorben. Warte ab. Passiert. Nee, es stirbt keine einzige Person mehr. Das Spiel ist kaputt. Man sterben seine Altersschwäche, Dani. Das Spiel ist... So spielt Dani. Oh nein, ich Idiot. Oh Leute. Wisst ihr noch, wie die Kampagne hieß? Meinst du eiskalt irgendwas? Nein, das haben wir nicht mehr. Wir haben erneuerbare Organe. Wir haben erneuerbare Organe und ich bin auf vollständiges Organversagen gegangen. Ja. Was ich das immer mache. Und die Organe heilen sich natürlich. Oh ja, dann nein. Auf was soll ich denn dann gehen? Auf Zersetzung. Nee, auf... Warte. Auf Flüssigkeitsmangel. Kann tödlich essen. Mir scheißegal. Ja, siehst du, Flüssigkeitsmangel. Es stirbt keine einzige Person, ich kann nichts machen. Dann zurückentwickeln. Nee, ich hab verloren. Okay. Jetzt musst du trotzdem noch dein Fazit daraus ziehen. Wie findest du darüber? Wie sprichst du darüber? Worüber jetzt? Dani. Wir hatten viele Themen. Boah. Behinderung. Max. Wie kannst du damit umgehen? Also, wie würdest du damit umgehen? Mit was jetzt? Wenn du eine Behinderung hättest, wie würdest du damit umgehen? Achso. Ich denke mal, wenn ich eine Behinderung hätte, wäre es für mich vielleicht gar nicht so schlimm wie für die Menschen um mich herum. Kommt drauf an, was du für eine Behinderung hast. Kann sein. Aber ganz ehrlich, noch eine abschließende Frage. Wann fängt für euch das Leben an? Leben fängt für mich an, wenn du die ganzen Probleme deines Alltags in den Griff gekriegt hast. Nee, ich meine so, wann ein menschliches Leben für dich anfängt. Wann es ein Mensch ist. Menschliche Leben beginnt für mich dann eigentlich ab dem Moment, wo ich weiß, dass ich meine Partnerin geschwängert habe. Wenn sie schwanger ist, dann weiß ich, wo mein Vater meine Mutter geschwängert hat. Ich finde, das Leben beginnt dann, wenn sich Samen und also wenn sich die beiden Teile von Frau und Mann vereinigen. Ja. Ja, siehst du, das meine ich ja damit. Das ist halt sowas, da baust du dann schon deine Mutter, Vater, was auch immer Beziehung auf. Ist auch so. Deine Mutter ist für dich und die ist. Ich meine, es kann jetzt auch sein, dass du unter einem extrem dummen Grund schwanger wirst oder deine Freundin eben. Dennoch ist es dein Leben. Ja. Aber das ist halt dann trotzdem und so wie man es kennt, halt die Leute, auch ob es das jetzt gewollt ist oder nicht, sie kümmern sich halt trotzdem liebevoll um das Kind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, aber das ist vielleicht ein Thema für die nächste Folge. Und zwar hat das was mit der Pille zu tun. Ich find's ganz ehrlich schade, dass immer mehr Leute die Pille nehmen und so just for fun Sexfreundschaften aufbauen, einfach nur, weil sie ja dann eh nicht schwanger werden können, denke ich. Ja, aber ganz ehrlich, möchtest du noch mehr Teenie-Mütter haben? Ernsthaft? Nein, darum geht es ja nicht. Die Teenie-Mütter, die Teenie-Mütter entstehen ja in die Kiste. Das ist das Schlimme daran. Und die Teenie-Mütter entstehen. Da sollten wir in der nächsten. Oh, Max, lass mich das so. Ja, okay, oder eben halt in der nächsten. Das machen wir im nächsten. Das passt hier irgendwie nicht mehr rein. Wir nehmen nochmal auf. Ja, morgen oder so. Okay. Erstmal musst du jetzt rendern und schneiden. Ah. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Die 3 Folgen, wir haben gesagt. Ja, die kommen alle nacheinander. Bis nachher. Den Daniel gesprochen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.